In den folgenden Videos geht es um einige Privatbahnen innerhalb Schleswig-Holsteins. Angefangen mit der Nordostseebahn, kurz NOB. Bis zum Dezember 2016 betrieb sie den Nahverkehr auf der Marschbahn zwischen Hamburg-Altona und Westerland auf Sylt. Gefahren wurde mit den Dieselloks des Typs Eurorunner 20 und MAK 2700. Als Wagen standen damals neue, sogenannte Marriott-Pair-Wagen zur Verfügung. Auf den Regionalbahnen zwischen Itzehoe und Heide sowie Husum und Westerland fuhr sie mit Lind 54 Triebwagen. Auf dieser Strecke war sie seit 2005, also seit 11 Jahren, unterwegs. Zwischen 2003 und 2010 fuhr sie zudem ins dänische Tondern. Hier fuhr sie mit Triebwagen des Typs NE81. Deutlich kürzer hingegen standen einige andere Linien unter ihrer Regie. So zum Beispiel die Strecke Hamburg-Neumünster-Flensburg, wo sie das insolvent gegangene Unternehmen Flex ersetzte. Ende 2005 musste sie diese Strecke bereits an die Deutsche Bahn abgeben. Damit war sie dort gerade mal 2 Jahre tätig. Gefahren wurde mit Abteilwagen sowie Loks der Baureihe 185. Auf der kurzen Regionalbahnlinie zwischen Neumünster und Kiel wurde trotz Oberleitung mit Linz gefahren. Diese Leistung fuhr sie fast 10 Jahre. Zwischen 2000 und 2011 fuhr sie auf der Querverbindung zwischen Kiel und Husum mit Talent-Dieseltriebzügen. Auch die Anbindung des Bades St. Peter-Ording gehörte in dieser Zeit zu ihren Aufgaben. Die 30 Kilometer nach Eckernförde von Kiel wurden in einem Zeitraum von 2 Jahren zwischen 2009 und 2011 von ihr mit Lind 41 bedient. Die Nordostseebahn ist Teil des Bus- und Bahnunternehmens Transdev. Zu Transdev, ehemals Veolia Verkehr, gehören außer der Nordostseebahn weitere Privatbahnen. Die Wagen des Flensburg-Expresses übernahm die Nordostseebahn vom Interconnex und nutzte sie nach Abgabe der Flensburg-Strecke noch zur Verstärkung der normalen Marschbahnzüge. Derzeit fahren die Wagen in Ersatzzügen zwischen Leipzig und Chemnitz. Betreiber ist die Mitteldeutsche Regiobahn, ebenfalls ein Transdev-Mitglied. Die derzeit immer noch auf der Marschbahn eingesetzten Marriott-Pair-Wagen gehören dem Investmenthaus Paribus. Die Loks der Nordostseebahn wurden größtenteils geleast und gingen nach verlorener Ausschreibung an die Eigentümer zurück. Diese Eurorunner 20 zum Beispiel gehört Dispolok und somit MRCE. 3 dieser Loks gehörten der NOB und wurden nach Aufgabe an die Mitteldeutsche Regiobahn abgegeben. Die 4 MAK 2700 Diesellokomotiven wurden ebenfalls angemietet, allerdings vom Vossloh-Konzern. Weitere Einsätze danach waren bei RDC im Autoshuttle-Dienst zu beobachten, sowie beim Überführen von Flixtrain-Garnituren ins Werk Husum. Die Baureihe 245 gehört, wie auch die Marriott-Pair-Wagen, Paribus. Sie verkehrt gemeinsam mit diesen weiterhin auf der Marschbahn. Die 146er verkehrten nach der Zeit beim Flensburg-Express, wie bereits zuvor beim Interconnex. Auch die Triebwagen wurden weitergegeben, hier ein Lind der Mitteldeutschen Regiobahn. Alle Fahrzeuge wurden im Werk Husum gewartet. Heute kümmert sich dieses Werk weiterhin um Marriott-Pair-Wagen und Linz. Der Sitz des Unternehmens befindet sich in der Landeshauptstadt Kiel. Es betreibt im Moment ausschließlich Busverkehr.